mussten ja 8 sperren, weil wir 2 Wochen lang die Gehölzrodungsarbeiten hier am Drackenscheiner Hang durchführen. Das war als Vorbereitung für Feldsicherungsmaßnahmen, die wir im nächsten Jahr vorhaben. Die Strecke ist sehr schmal, quasi eine Vorkriegsstrecke ohne Standstreifen. Und bei dem Steilhang, die Felsen, wenn sich da was löst oder wenn ein Baum eben auf die Fahrbahn rutscht, dann ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet und deswegen mussten wir total sperren. Innerhalb dieser 2 Wochenenden, die wir die Autobahn gesperrt haben, werden die Gehölze und Bäume entlang des Drackensteiner Hangs auf 750 Meter gefällt und auf den Stock gesetzt. Dazu werden 15 Spezialmaschinen genutzt, 80 Leute, häufig mit spezieller Ausbildung, ja, Profis sind im Gebiet und es wird ein Hubschrauber mit 2 Piloten eingesetzt. Die besondere Herausforderung besteht, dass wir nur ein kurzes Zeitfenster haben, und zwar Vollsperrungen, die von 5 bis 20 Uhr gehen. Das ist die Herausforderung, und dass diese vielen Menschen, ja, vielen Arbeiter, viele Maschinen in diesem kurzen Zeitfenster die Fläche so bearbeiten, dass wir sie nachher als sicher ansprechen können. Der Helikopter liefert im Prinzip die Kapazität, die wir brauchen, um dieses Zeitfenster, das uns gesteckt ist, einhalten zu können. Gesehen haben wir heute stehen, Baumentnahmen. Die Bäume konnten wir nicht in einem konventionellen Arbeitsverfahren fällen, weil die Felsen geschont werden mussten, weil sie brüchig sind und, ja, und wir eigentlich mit der Fällung keinen weiteren Felssturz verursachen wollen. Und dann bleibt eben die Stehenfällung übrig und dafür wird der Baum in Häppchen mit dem Hubschrauber abtransportiert. Dafür hängt ein Baumkletterer im Baum und sägt den Teil vom Baum ab, während der Hubschrauber diesen angebunden hat und nach oben zieht und dann abtransportiert, sobald es abgeschnitten ist. Maßnahmen in der Komplexität und der Dimension in diesem kurzen Zeitfenster, die gibt es nicht oft, die wird man auch nicht alltäglich erleben können. Ja, und allein von diesen Schwierigkeiten, die uns da bereitet sind, oder mit der Komplexität, ist die Liga klar, in der man spielt, und da muss man uns irgendwo in der Champions League einordnen. Also ich finde es total klasse, dass es so gut funktioniert hat, dass die Kolleginnen und Kollegen das so gut miteinander gemacht haben. Wir haben ja mehrere Teams, die arbeiten, unsere Verkehrsbehörde, unsere Geologe. Also das ist wirklich ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Bereichen. Und es hat so gut funktioniert, dass wir wirklich, glaube ich, auch davon ausgehen können, dass wir das in 4 Tagen hinkriegen. Also ein großes Lob wirklich an alle für diese gelungene Leistung.